Liebe Freundinnen und Freunde, zunächst vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier zu euch zu sprechen und mit euch zu diskutieren. Meine Vision von Europa ist die von der gemeinsamen Heimat Europa, in der alle Europäer in ihrer Vielfalt, in ihrer demokratischen Selbstbestimmung, in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren sehr komplexen Traditionen sich zusammenfinden, um gemeinsam die Chance als eine großartige Gelegenheit zu ergreifen, die sich aus diesem europäischen Projekt ergibt. Natürlich ist meine Heimat auch die Pfalz. Und eure Heimat ist Bayern oder Oberbayern und Oberpfalz und Franken und Schwaben und vielleicht eine bestimmte Stadt. Aber ich glaube, es geht vielleicht doch vielen von euch so, wie es mir geht, wenn wir außerhalb Europas sind und angesprochen werden auf europäische Traditionen. Oder wenn wir zuhören zu dem, was jetzt im amerikanischen Wahlkampf so über Europa gesagt und schwadroniert wird, dass wir dann fühlen, wir sind eben nicht nur beheimatet in unserer jeweiligen engeren Region, sondern wir sind auch gemeinsame Erben einer grandiosen, starken, zu schützenden europäischen Tradition. Aber zum ersten Mal seit vor über 60 Jahren dieses Projekt der europäischen Einigung aus den Trümmern und den Verwüstungen und Zerrüttungen des Zweiten Weltkriegs entstanden ist und seit dann vor noch nicht ganz 10 Jahren auch die Länder, die erstmal hinterm Eisernen Vorhang aus dem europäischen Einigungsprojekt ausgeschlossen gewesen waren, dazugekommen sind. Zum ersten Mal ist heute die Zukunft dieses europäischen Einigungsprojektes tatsächlich ungewiss und es ist nicht eine rhetorische Formel, sondern es kann sein, dass uns dieses europäische Einigungsprojekt, auf das unsere Elterngeneration und unsere Großeltern gesetzt haben und für das wir alle gekämpft haben, dass uns das um die Ohren fliegt, wenn wir nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist die Aktualität der Europapolitik heute. Und das entscheidende Land ist Deutschland, nicht Griechenland, nicht Spanien oder Italien oder eines der Länder, die wir jetzt als Defizitländer bezeichnen oder als Reformländer oder wie immer. Deutschland ist das entscheidende Land. Das hat der polnische Außenminister Sikorski sehr richtig gesagt, als er gesagt hat, es kann sein, dass die Eurozone zur Schrumpfzone wird. Und in beiden Fällen würde ich schwarz sehen. Jetzt kann man natürlich und muss auch schonungslos analysieren und klar dazu Stellung nehmen, was die Fehler sind und waren, die dazu geführt haben, dass wir in dieser Lage sind. Und es haben auch ziemlich viele sich daran beteiligt. Es waren nicht nur die Griechen, es waren auch wir Deutsche. Es war nicht nur die Regierung Kohl-Weigel oder die Konservativen. Es war auch Rot-Grün, das sich an Fehlern beteiligt hat, liebe Freundinnen und Freunde. Es war richtig, damals bei der deutschen Einheit den Euro einzuführen. Aber es war falsch, zwar im Bundestag zu sagen, da braucht man auch eine politische Union, aber dann bis zur Abwahl nichts mehr dafür zu machen, dass sie zustande kommt. Und es war falsch von Rot-Grün 2003 zusammen mit den Franzosen dafür zu sorgen, dass der Stabi-Pakt ausgehöhlt wird. Muss man alles ganz offen sagen. Bloß eines sollte man nicht tun. Daraus ein Sandkastenspiel machen, in dem sich die verschiedenen politischen Fraktionen gegenseitig belämmern und beschimpfen, sondern man sollte nach dem Wort des Evangeliums sagen, es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, denn über 99 Gerechte. Lasst uns alle Sünder sein, die Buße tun.
Und mir geht's wie dem Kardinal Marx, der hier schon genannt worden ist. Wunderbarer Name für einen Kardinal. Dass ich die Selbstgerechtigkeit von rechts ganz unerträglich finde. Und mir fällt da noch mal eine Stelle aus dem Neuen Testament ein, von den Pharisäern im Tempel, die sagen: Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie jene. Ich finde, diese pharisäische Haltung dürfen wir Deutsche nicht an den Tag legen gegenüber unseren europäischen Nachbarn. Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie jene, wie unsere Nachbarn in Griechenland oder in Spanien oder in England oder sonst wo. Guckt euch genau an, was in Griechenland passiert ist. Und zwar nicht nur die Seite, wo zwei Parteien, die sich jahrzehntelang den Staat als Beute geteilt haben, unglaublich viel verbockt haben, sondern was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und das hat der Herr Samaras, der früher zu den Übeltätern gehörte, sehr richtig gesagt. Griechenland hat sich selber eine enorme Aufgabe auferlegt. Nicht nur von Europa auferlegen lassen, wohlgemerkt. Die hätten die Wahl gehabt bei der letzten Abstimmung, ob sie Syriza wählen, die ihnen versprechen, es geht in Zukunft ganz ohne, dass es irgendjemand spürt. Und wir regeln das alles ohne, dass man auch Opfer bringen muss für die Fehler der Vergangenheit. Die haben die nicht gewählt, diese Verführer, sondern sie haben sich entschieden für einen schwierigen Weg. Ich finde, das sollte man nicht hochmütig abqualifizieren, sondern das sollte man mindestens von Frau Merkel erwarten, wenn sie jetzt endlich nach Griechenland gefahren ist. Wäre besser, sie wäre früher schon mal gefahren, da wäre manche Verhetzung vielleicht nicht so laut geworden, dass sie wenigstens zurückkommt mit der klaren Aussage, wir sind bereit als deutsche Bundesregierung, den Griechen ein bisschen mehr Zeit zu geben, dass sie das hinkriegen können. Gegenüber den nationalen Populisten, ob sie Seehofer heißen, Söder, Dobrindt oder Aiwanger oder wie auch immer, habe ich genau dieselbe Emotion, wie sie vorhin Jerzy Montag ausgedrückt hat. Und ich finde, eines müssen wir als Grüne, die wir stolz drauf sind, Europapartei zu sein, ganz klar haben. Darf nicht der Hauch eines Zweifels bestehen, dass wir davon nichts teilen, dass wir das Gegengift sind gegen diese nationalistische Verhetzung, liebe Freunde und Freundinnen. Wir müssen unsere Heimat Europa schützen dagegen, dass der Chauvinismus Oberhand gewinnt und dürfen nicht nur nicht mit den Wölfen heulen, sondern müssen die Stimme der Verlässlichkeit und der Werte sein. Claudia hat vorhin eine Formel zitiert, die wir in der Europafraktion uns zum Leitmaßstab gemacht haben für die Politik in dieser Krise, die heißt Solidität und Solidarität, beides, nicht nur eins. Solidität und Solidarität heißt, alle müssen ihre Hausaufgaben machen, aber man muss ihnen auch helfen, sie erfolgreich leisten zu können. Wir können diese ganze Krise nur gemeinsam stemmen. Und da finde ich, sollten wir uns das hinter die Ohren schreiben, was Bill Clinton auf dem Parteitag der Demokraten für die Auseinandersetzung mit Romney wunderbar formuliert hat. Der hat gesagt, auf Englisch heißt das, die Philosophie, we're in this together, ist besser als die Philosophie, you are on your own. Das heißt, wir stemmen das gemeinsam, ist unsere Philosophie und nicht, wir lassen euch alleine zugrunde gehen. Zwei große historische Geschenke hat für Deutschland diese europäische Einigung gebracht. Den Frieden. So lange hat es 1000 Jahre lang in Europa keinen Frieden gegeben, keine Zeit gegeben, wo Deutschland und Frankreich nicht aufeinander eingeschlagen haben, wie seit dieser europäischen Einigung vorangetrieben wird. 1000 Jahre lang, das hat es uns gebracht und es hat uns die Möglichkeit gebracht,
der Wiedervereinigung. Glaub bloß nicht, dass die Wiedervereinigung hätte klappen können, ohne dass Deutschland sich damals klar positioniert hätte, zu sagen, auf die berühmte Frage von Genscher, wir wollen nicht ein deutsches Europa, sondern wir wollen ein europäisches Deutschland. Und auch wenn Deutschland heute diese zentrale Verantwortung hat in Europa, an der wir uns nicht vorbeistehlen können, müssen wir an dieser Grundorientierung festhalten. Wir wollen nicht eine deutsche Hegemonie errichtet sehen, sondern wir wollen Deutschland integriert sehen in Europa und gemeinsam an diesen Problemen arbeiten. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, müssen wir da einen unabänderlichen Willen artikulieren. Ich bin dagegen, dass wir jetzt Pläne aufmachen. Plan B, C und D ohne Euro, mit Drachme, mit Euro, ohne Drachme und so weiter. Das ist nur das Signal, dass wir nicht glauben, dass wir diese Probleme angehen müssen. Wir sind aber verurteilt von der Geschichte, diese Probleme anzugehen oder zu scheitern. Wir haben nämlich mit diesem Europa nicht nur wunderbare Geschenke gekriegt, sondern wir haben auch eine große Verantwortung. Die Welt um uns bleibt nicht stehen, die Welt dreht sich weiter. Die Mächte ändern sich, die Kräfteverhältnisse in der Welt verschieben sich. Es ist nicht einfach Europa der Nabel der Welt, wie es mehrere Jahrhunderte lang war. Und in dieser sich verändernden Welt, glaube ich, gilt zweierlei. Einzutreten für die Werte, die uns so wichtig sind und am Herz liegen. Und einzutreten für unsere eigenen Interessen. Das können wir in dieser sich verändernden Welt nur ganz schwach tun, wenn wir uns auseinandertreiben lassen und wenn wir es alleine machen wollen. Selbst das stärkste europäische Land, Deutschland, wird 2050 nicht unter den größten Wirtschaftsnationen sein. Als die G7 gegründet wurde, waren selbstverständlich 4 der 7 größten Wirtschaftsnationen der Welt europäische. 2030 ist noch Deutschland als einziges mit vorne bei. Da verändert sich Fundamentales. Und deswegen glaube ich, wir können nicht einfach zugucken, wie ein amerikanisches Modell mit einem chinesischen und einem russischen und einem indischen vielleicht um eine Auseinandersetzung ringt, wer die entscheidenden Mächte in der Zukunft des 21. Jahrhunderts sind, sondern Europa hat aus seiner eigenen Erfahrung der Überwindung von Antagonismen, der Überwindung von Erbfeindschaften eine Verantwortung dazu beizutragen, dass wir global im 21. Jahrhundert eine multilaterale Strategie zur Lösung, zur gemeinsamen Lösung der großen Fragen bis zum Klimawandel hinkriegen. Wenn Europa dieses nicht tut, wer wird es denn tun? Wer wird denn in die Stelle treten? Wer wird denn das verfechten? Ich glaube, wir sollten das nicht kleinschreiben. Der Hauptvorwurf, den ich Merkel mache, ist nicht, dass sie das eine oder andere falsch gemanagt hat. Das stimmt auch. Der Hauptvorwurf ist, dass sie an dieser historischen Berufung Europas Zweifel lässt. Und das dürfen wir als Grüne nicht machen, liebe Freundinnen und Freunde. Merkel steht gut da in den Umfragen, obwohl sie ziemlich lange Zickzack gefahren ist, obwohl sie eine Zeit lang mit Herrn Sarkozy zusammen so eine Art Duumvirat gegründet hat, wo nur noch Frankreich und Deutschland entschieden haben, wo es hingeht. Ich habe in Spanien, wo ich im Urlaub war, eine Karikatur gesehen, das Badezimmerkarikatur, Entschuldigung, da sieht man das Gesicht von Merkel, das aus dem Spiegel spricht. Und Rajoy steht vom Klo und will im Stehen pinkeln. Und Merkel sagt aus dem Spiegel, nichts da hinsetzen, sonst verpieselst du alles. Das ist sozusagen
jetzt auf eine ironische Weise die Wahrnehmung einer Art deutschen Domina-Rolle, die der Merkel da attribuiert worden ist. Und ich glaube, wir müssen da sehr aufpassen, dass das sich nicht verfestigt, weil solche Wahrnehmungen, die sind ja dann Hindernisse für künftige Kooperation. Inzwischen habe ich den Eindruck, ist sie realistischer, wenn sie über Griechenland spricht. Und trotzdem habe ich zwei entscheidende Kritiken an ihr. Und ich finde, wir als Grüne müssen uns mit der Kritik an Merkel auch nicht verstecken. Und die eine Kritik ist, dass sie die Austerität übertreibt, dass sie so tut, als wäre Austerität und Sparen und Kürzen die Generalantwort für alle Probleme, obwohl man vorrechnen kann, dass in Griechenland und Portugal und inzwischen sogar in Spanien durch die übertriebene Austerität die Abwärtsspirale immer schneller sich dreht, sodass sie nicht rauskommen aus dem Problem. Und meine zweite große Kritik an Merkel ist, dass sie sich weigert, sich grundsätzlich einzulassen auf die Notwendigkeit, dass wir von diesem Begriffspaar Solidität und Solidarität auch die zweite Hälfte ernst nehmen müssen. Die Solidarität, wo es darum geht, dass wir den anderen Ländern helfen, überhaupt die Spielräume zu sichern, die ihnen erlauben, wieder zu wachsen und wieder nach vorne zu kommen. Du kannst nicht nur Austerität praktizieren und dann noch Strukturreformen machen und kein Wachstum haben und 6,5 oder 7% Zinsen für die Staatsschulden zahlen. Das funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir helfen, wenigstens diese Schuldenbelastung zu reduzieren, diese Zinsbelastung zu reduzieren. Und dafür müssen wir gemeinsame Instrumente suchen, die die Kanzlerin bis jetzt konsequent verweigert. Und da müssen wir uns gegen sie stellen. Wohlgemerkt, ich sage nicht, sie hat alles falsch gemacht. Ich finde, das wäre auch hochmütig. Ich weiß nicht, wer behaupten wollte, in so einer Krise, wie es sie noch nie gab, hätte er von vornherein gewusst, wie es geht. Deswegen kann unsere Parole nicht sein, alles Quatsch, Merkel, wir machen alles anders. Wir hätten wahrscheinlich auch nicht alles besser gemacht. Und würden, wenn wir die Verantwortung hoffentlich haben, nächstes Jahr vielleicht auch Fehler machen. Aber wir müssen ein paar fundamentale Dinge klar anders machen, als sie es gemacht hat. Und da sehe ich vor allem drei. Erstens, und es sind drei Stärken Europas, die Merkel gerade verschenkt. Erstens die demokratische Stärke, zweitens die soziale Stärke und drittens die ökologische. Was meine ich damit? Die demokratische Stärke Europas. Wir müssen, nicht nur die Europäer, alle weltweit müssen, um die großen Herausforderungen zu lösen, die Begrenzung der Handlungsfähigkeit auf Nationalstaaten überwinden. Ich sage nicht, wir müssen den Nationalstaat überwinden, er wird eine Rolle spielen, aber wir müssen die Ausschließlichkeit des Nationalstaats überwinden. Nur wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, sodass es nicht nur ein Gekungel von Staatsführern ist, sondern demokratisch kontrolliert und legitimiert? Und da ist das europäische Projekt das fortgeschrittenste historische Experiment, was es da gibt, und hat große Fortschritte gemacht. Und ich finde, an der Stelle müssen wir Merkel auch klar eine Alternative entgegensetzen. Sie hat nicht nur das Europäische Parlament an den Rand geschoben, wie Claudia in einem Interview gerade erzählt hat in der Süddeutschen Zeitung. Sie hat auch den Bundestag versucht, außen vor zu lassen. Gott sei Dank gab es eine grüne Fraktion, die ein paar Mal geklagt hat im Europäischen Parlament. Danke, Jerzy. Für mich ist europäische Demokratie nicht Europaparlament zu Lasten des Bundestags oder der Landtage. Es ist eine Kooperation des Bundestages, der Landtage, des Europäischen Parlaments, der anderen nationalen Parlamente und auch des Aktivbürgers, der Aktivbürgerin, die sich mit direkter Demokratie selber einmischt. Das müssen wir stärken, und das tut Merkel nicht. Und an der Stelle haben wir Grüne eine starke Tradition und klare Alternativen. Und das Zweite ist das Soziale.
Merkel sagt klipp und klar und unumwunden, sie ist dagegen, dass in Europa Vermögensabgaben eingeführt werden. Aber wenn es eine Kritik gibt, die alle teilen, dann ist es doch die Kritik, dass es unfair zugeht, dass es sozial ungerecht zugeht bei der Frage, welche Personenkreise, welche Bevölkerungskreise die Lasten tragen müssen dieser Krise, die angerichtet worden ist und die in den meisten Fällen eben nicht von denen angerichtet worden ist, die jetzt am meisten davon zu leiden haben. Und an der Stelle haben wir Grüne eine klare Alternative zu Merkel. Wir haben gesagt, ja, nehmt die stärkeren Schultern mehr in Verantwortung, führt eine Vermögensabgabe ein. Lasst es uns klar und deutlich sagen, wir stehen zu dem Grundsatz des europäischen Sozialmodells, des europäischen Sozialstaates, dass die Verantwortung tragen können, sie auch zu tragen haben. Dafür kann man kämpfen. Und man kann kämpfen für die Abschaffung der Steueroasen. Der Sven Giegold treibt es jetzt seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren vor sich her und viele andere Aktive vor Ort mit. Wir haben jetzt eine Chance, das zu einem Thema zu machen. Das kann ein Thema sein eines europäisch geführten Bundestagswahlkampfes. Wir haben oft europäische Wahlkämpfe gehabt, die waren faktisch, gingen die um alles außer um Europa. Ich erinnere mich, wir haben 99 bei einem verloren, da ging es um die Scheinselbstständigkeitsregelung. Das war das Thema des Europawahlkampfes. Jetzt haben wir einen Bundestagswahlkampf, der wird ganz zentral ein Europawahlkampf sein. Lasst uns das nutzen, eine Alternative aufzubauen zu Merkel. Wir sind nicht ein Zierat an Merkels Kurs. Wir sind nicht eine kleine Korrektur zu Merkels Kurs. Wir können eine Alternative sein zu Merkels Kurs. Lasst uns diesen Anspruch vertreten. Das gilt nicht zuletzt für die ökologischen Fragen. Und ich will das nicht zu lange ausführen, aber ich kann euch sagen, ich stelle fest, und wahrscheinlich geht es denen von euch, die sich in diesem Feld rumtreiben, ähnlich. Es gibt ein Rollback in vielen Bereichen, vielleicht in Deutschland noch weniger sogar als in manchen anderen, ein Rollback bezüglich der Frage einer Strategie der wirtschaftlichen Erneuerung durch ökologische Innovation. Es gibt ein Rollback. Und der Herr Problembär Oettinger, ja, ist einer von den Repräsentanten dieses Rollback. 5 Jahre hat er gebraucht, bis er sich getraut hat, sich über Merkel vom Eisberg lustig zu machen. Hat er ja jetzt gemacht. Aber dass er sich heute traut, sich darüber lustig zu machen, zeigt, woher der Wind weht. Und ich glaube, auch das ist eine klare Aufgabe für uns Grüne. Wir haben den letzten Europawahlkampf, in dem sich die ganzen Neoliberalen unterm Tisch versteckt haben, wenn die Frage kam, wie gibt es denn jetzt wirtschaftlichen Erfolg? Woher kommen denn die Arbeitsplätze? Haben wir führen können und gewinnen können mit dem Argument, es gibt einen Green New Deal. Mit einer ökologisch aufgeklärten Wirtschaftspolitik kannst du auch Arbeitsplätze sichern und soziale Gerechtigkeit fundieren. Das ist etwas, wo wir aufbauen müssen und wo wir auch eine klare Alternative zu Merkel ziehen können. Liebe Freundinnen und Freunde, ich sage ausdrücklich nicht, wir brauchen generell mehr Europa. Bitte wägt die Worte. Ich sage nicht, wir brauchen generell mehr Europa. Wir brauchen an diesen Punkten, wo es darum geht, dass es national nicht mehr gelöst werden kann, da brauchen wir mehr europäische Gemeinsamkeit. Ja, und dazu gehört die Ökologie, das Klima, die Sicherheit und die Wirtschaft. Wir brauchen aber nicht in jedem Bereich mehr Europa. Und es ist nicht notwendig, dass die Vergabebedingungen für kommunale Aufträge bis aufs Komma in Brüssel definiert werden müssen. Das sollen wir auch klarstellen. Noch eine Rede, wo ich um Aufmerksamkeit bitte. Patrick Held hat vorhin gesagt, wir müssen die Menschen mitnehmen. Ich bin gegen diese Rede. Ich finde, das ist eine technokratische Rede.
Das ist die Rede von jemandem, der behauptet, ich weiß schon, wo es lang geht, oder wir wissen schon, wo es lang geht, folgt uns nach. Ich finde, wir sollen die Rede rumdrehen. Wir sollen sagen, wir folgen den Menschen. Das ist der Unterschied zwischen Technokratie und Demokratie. Wir folgen den Menschen, wo sie Erwartungen haben an uns. Und die haben sie, dass wir an solchen zentralen Punkten wie mehr gemeinsame Wirtschaftspolitik endlich ein Stück draus machen. Lasst uns das so formulieren als Grüne. Dann heben wir uns auch ab von dem, was an Europa unsympathisch ist, nämlich das allzu oft Bürokratische. Ganz zum Schluss zu ein paar Fragen, die aktuell sind. ESM, ich finde gut, dass der Antrag sagt, wir sind dafür, wir unterstützen das. Und ich finde auch gut, dass der Antrag eine Perspektive formuliert, die über das unmittelbar Anliegende hinausweist, indem er sagt, wir wollen gerne, dass dieser ESM mal eine Banklizenz kriegt. Ich halte es für eine richtige Forderung. Ich weiß wohl, dass man das jetzt nicht unmittelbar erreichen kann, sagt aber der Antrag auch gar nicht. Aber ich finde, wenn wir als Grüne uns immer darauf beschränkt hätten, nur das zu formulieren, was in den nächsten 5 Minuten realisierbar ist, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Deswegen lasst uns da nicht kleinlaut sein. Zweitens, ich finde gut, dass der Antrag Ja sagt zur Bankenunion. Wobei ich ausdrücklich sagen will, es ist noch lange nicht gegessen, ob diese Bankenaufsicht, die wir europäisch brauchen, wirklich bei der EZB landet. Es ist noch lange nicht gegessen und es gibt aus meiner Sicht 2 Argumente dagegen. Erstens, bei der EZB haben nur die Mitgliedsländer der Eurozone ein Stimmrecht. Die Aufsicht müsste aber für alle 28 gelten. Wie ist denn das demokratisch legitimierbar, dass es nur die EZB macht und bestimmt für alle, aber es bestimmen nicht alle mit? Zweitens, dass die EZB einerseits den Finanzsektor mit Geld versorgen soll und auf der anderen Seite aber die Aufsicht führen soll, ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt an überlappenden Kompetenzen. Und deswegen hätte ich große Sympathie zu sagen, ja, eine zentrale europäische Bankenaufsicht soll auch die EZB einbezogen werden. Das muss man nicht gegen sie abschotten, aber das muss nicht unbedingt ausschließlich unter Kontrolle der EZB sein. An der Stelle ist auch noch kein Knopf dran, da diskutiert das Europäische Parlament. Und der Sven Giegold ist an der Stelle ganz ähnlicher Auffassung wie ich. Und es ist auch nicht richtig zu sagen, wir sollen die Bankenunion erst einführen, wenn der Finanzsektor kontrolliert ist. Ohne die Bankenunion einzuführen, werden wir die Kontrolle des Finanzsektors nicht hinkriegen, die Regulierung des Finanzsektors nicht hinkriegen, weil wir haben nur national separiertes Stückwerk und wir müssen endlich mal gemeinsam europäisch handeln können. Deswegen wäre ich froh, wenn das dabei rauskommt, was da steht. Es gibt trotzdem Probleme, ich will es nicht verschweigen, zum Beispiel mit der Rolle der Einlagensicherung für Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Ich finde nicht, dass wir als Grüne sagen sollten, ist uns ganz egal, dass die ein gutes Sicherungssystem aufgebaut haben mit der Institutssicherung. Die kommen einfach in denselben Topf, ununterscheidbar. Da muss man eine maßgeschneiderte Lösung finden. Da sind wir auch im Gespräch in Brüssel mit den Sparkassenverbänden, zum Beispiel dem Herrn Fahren schon. Und langsam merkt er schon, wohin der Hase laufen muss. Ich glaube, da können wir was hinkriegen. Aber das Ziel Bankenunion, und ich füge ausdrücklich hinzu, vom Europäischen Parlament demokratisch kontrolliert, ist ein unverzichtbares Ziel. Lasst uns das bitte nicht streichen aus dem Antrag. Und dann noch zur EZB. An der EZB scheiden sich ja leicht die Geister. Da gibt es viele Kritiker. Heute habe ich wieder einen Artikel gelesen von einem Mannheimer Professor im Handelsblatt. Der findet die Geldpolitik der EZB nicht richtig. Er vertritt eine andere Geldpolitik. Deswegen findet er, was die EZB macht, völlig falsch. Ich meine, man kann es jetzt mal polemisch verkürzt ja auch so machen. Die Geldpolitik, die die EZB macht, ist dann gut, wenn es Deutschland hilft. Und alle anderen müssen sich nach der Decke strecken. Aber so funktioniert das nicht. Und im Moment
muss die EZB eine Geldpolitik machen, die auch gerade den südeuropäischen Ländern hilft, wieder auf die Füße zu kommen. Und wenn ich feststelle, dass ein kleinerer Mittelständler in Spanien heute doppelt so viel Zinsen zahlen muss bei seiner Bank für denselben Kredit wie der Mittelständler in Bayern oder in meiner Pfalz, dann habe ich da ein Problem, mir vorzustellen, wie die wieder auf die Füße kommen sollen. Und dass dann die EZB mit dem Herrn Draghi kürzlich gesagt hat, so und deswegen wehren wir uns gegen diese Spekulation, halte ich für absolut korrekt. Und das möchte ich nicht von den Grünen polemisch angegangen sehen. Die EZB hat sogar was ganz Besonderes gemacht. Und da, glaube ich, wird es noch spannend im Jahr vor der Wahl. Sie hat nämlich gesagt, wir stellen unsere Instrumentenkästen auf. Wir sorgen dafür, dass die gut gefüttert sind. Wir sind bereit zu handeln, aber wir machen das nicht an der Politik vorbei. Also die oft gehörte Kritik, die EZB sei ganz undemokratisch, kein Abgeordneter hat jemals entscheiden können, die trifft auf diese Entscheidung von Draghi nicht zu. Warum? Weil Draghi gesagt hat, das wird es alles nur geben, wenn es Anträge beim ESM gibt. Und Anträge beim ESM sind Anträge mit einer Vereinbarung von einem Reformprogramm. Und da müssen die Mitglieder zustimmen. Und da gibt es zwei Mehrheitsverhältnisse beim ESM. Einmal Einstimmigkeit, da muss Deutschland sowieso zustimmen, oder 80% Mehrheit, da muss Deutschland auch zustimmen, weil wir 27% halten an dem Ding. Das heißt, in Zukunft wird es keine Inanspruchnahme dieser Mittel der EZB geben, ohne dass der Bundestag mit Mehrheit gesagt hat, wir wollen es. Und da möchte ich mal sehen, was die Herrschaften von der CSU und von der CDU und von der FDP machen. Aber lasst uns nicht in die Falle gehen, dass diejenigen, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen möchten, die versucht haben, das bei der EZB abzuladen, damit sie nicht das tun müssen, was eigentlich angesagt ist, dass die dann auch noch als die Kritiker auftreten und das Ganze verteufeln, was die EZB tut, damit der Euroraum nicht auseinanderfliegt, liebe Freunde. Meine Zeit ist um, deswegen letzte Bemerkung. Es gibt in Deutschland traditionell zwei Europaparteien. Die CDU und die Grünen. Wenn du fragst, wem ist das ein Herzensanliegen bei den Wählerinnen und Wählern, das Europaprojekt, dann sind sie CDU-Wählerinnen und Wähler und die von den Grünen. SPD ist halbgar, wie manchmal. CSU, Liberale, Linke, Piraten, ferner liefen. Bei der CDU wankt's. Das kannst du jedes Mal hören, wenn du ein Interview vom Kauder liest. Das wankt nicht nur bei der CSU, es wankt bei der CSU, es wankt bei der CDU auch. Lasst uns diejenige Partei Europas in Deutschland sein, die nicht wankt und für unsere gemeinsame Heimat Europa eine gute Zukunft baut. Dankeschön.